Hallo, willkommen zu meinem Video zum Thema Dezimalzahlen dividieren. Neben dem normalen Dividieren werde ich euch auch erklären, wie das Dividieren mit 10, 100 und 1000 funktioniert. Beginnen wir wie immer mit einem Beispiel. Wir wollen 26,1 durch 1,8 dividieren. Die einfachste Variante ist, dass wir den Dividend und auch den Divisor mit 10 multiplizieren und damit das Komma bei beiden Zahlen um eine Stelle nach rechts verschieben. Dadurch bleiben uns nur noch ganze Zahlen übrig. Eine Division mit ganzen Zahlen können wir bereits lösen. Dennoch müssen wir hier noch etwas dazulernen, nämlich was wir tun müssen, wenn das Ergebnis auch eine Dezimalzahl ergibt. Daher rechnen wir diese Rechnung jetzt gemeinsam weiter. Wir fragen uns, wie oft 18 in 26 geht. Die Antwort lautet einmal. Hier kann ich im Schnellverfahren die Rückrechnung machen, indem ich sage, 1 mal 18 ist 18 und wie viel fehlt auf 26? Und 8 fehlt auf 26. Nächste Stelle 1 herab. Als nächstes fragen wir uns, wie oft die 18 in die 81 passt. Dazu runde ich die 81 auf 80 und die 18 auf 20. Und frage mich danach, wie oft die 20 in die 80 passt. Oder ich lasse die Nullen beim Dividend und Divisor weg und frage mich nur, wie oft die 2 in 8 passt. Die Antwort lautet hier 4 mal. Ich überlege mir jetzt noch kurz, ob das stimmen kann oder ob ich durch das Runden zu viel verloren habe. Aber hier erscheint mir die Antwort 4 als gute Antwort. Im schlimmsten Fall stellen wir während dem Rechnen fest, dass die 4 nicht stimmt, dann müssen wir während der Rechnung einfach korrigieren. Die Rückrechnung machen wir jetzt schrittweise. Wir rechnen. 4 mal 8 ist 32. Und wie viel fehlt uns auf 41? Und 9 fehlt uns auf 41. Bleiben 4 Rest. 4 mal 1 ist 4 plus die 4 Rest sind 8. Und 0 fehlen uns auf 8. Bei unserer Rechnung bleiben somit 9 Rest. Früher haben wir den Rest einfach stehen lassen und waren fertig. Aber jetzt lernen wir, wie wir die Rechnung hier weitermachen können. Dazu müssen wir uns bewusst sein, dass wir an eine ganze Zahl hinten ein Komma und Nullen anhängen können, so viel wir wollen, ohne dass sich der Wert der Zahl verändert. Tun wir das, haben wir jetzt Nullen, die wir dann herabschreiben können. Bevor wir das jedoch tun, kommt noch eine wichtige Regel dazu. Im Dividend überschreiten wir jetzt beim Weiterrechnen das Komma. Daher müssen wir auch bei unserem Ergebnis ein Komma setzen. Danach können wir die 0 herabschreiben. Damit können wir uns im nächsten Schritt fragen, wie oft die 18 in 90 passt. Wir runden wieder 18 auf 20 und fragen uns, wie oft die 20 in 90 enthalten ist. Meine Antwort ist 4 mal und ich frage mich wieder, ob ich durch das Runden vielleicht zu viel Wert verloren habe, dass die 18 in 90 doch 5 mal hineingeht. Meine Vermutung überprüfe ich, indem ich 18 mal 5 rechne. Ich rechne zuerst die 10er mal 5 und dann die 1er Stelle mal 5. Daraus ergibt sich die Rechnung 50 plus 40 und das wiederum ergibt 90. Also doch ist es so, dass die 18 in 90 5 mal enthalten ist. Und wir können die 5 in unserem Ergebnis hinschreiben. Durch unsere Nebenrechnung wissen wir jetzt auch, dass kein Rest bleibt. Wenn wir das Ganze in unserem Heft rechnen, dann brauchen wir die Nullen beim Dividenden nicht wirklich hinschreiben. Diese können wir auch ganz einfach uns denken. Erinnert euch noch einmal, was wir am Anfang gemacht haben. Wir haben nämlich beim Dividend und beim Divisor das Komma verschoben. Bei unserem Einstiegsbeispiel hatten wir im Divisor eine Dezimalstelle hinter dem Komma. Was machen wir aber jetzt, wenn wir zwei Dezimalstellen hinter dem Komma haben? Fassen wir da eine Regel zusammen, mit der wir arbeiten können. Die Regel lautet, wir wollen, dass der Divisor eine ganze Zahl ist, weil mit ganzen Zahlen können wir schon dividieren. Daher müssen wir das Komma so lange verschieben, bis wir eine ganze Zahl haben. Wenn wir jetzt zwei Stellen hinter dem Komma haben im Divisor, dann müssen wir das Komma um zwei Stellen verschieben. Und das bedeutet, dass wir mit 100 multiplizieren müssen. Wenn wir den Divisor mit 100 multiplizieren, müssen wir das auch mit dem Dividenden machen.
weil diese beiden Zahlen stehen in einem Verhältnis zueinander und müssen sich auch in gleicher Weise verändern. Damit wir im Dividend das Komma um zwei Stellen verschieben können, hängen wir einfach noch eine 0 hinten dran. Wir multiplizieren beide Zahlen mit 100, verschieben bei beiden Zahlen das Komma um zwei Stellen und haben im Endeffekt jetzt zwei ganze Zahlen, mit denen wir dividieren können. Jetzt schauen wir uns noch an, wie wir Dezimalzahlen durch 10, 100 und 1000 dividieren können. Wir wollen die Zahl 38,2 durch 10 dividieren. Die Regel dazu lautet, dass wir das Komma um eine Stelle nach links verschieben müssen. Die Anzahl der Stellen, die wir verschieben, hängt von den Nullen des Divisors ab. Wir verschieben bei unserem Beispiel das Komma vor die Ziffer 8. Beim Dividieren durch Zahlen größer 0 wird der erste Faktor immer kleiner und daher ist es logisch, dass wir nach links verschieben müssen. Bleiben wir beim gleichen Dividend und dividieren diesen jetzt noch durch 100. Da wir bei der 100 zwei Nullen haben, verschieben wir jetzt das Komma zwei Stellen nach links. Jetzt steht das Komma vor der Ziffer 3 und davor keine Stelle mehr. An der einer Stelle muss jedoch immer eine Ziffer stehen. Und da wir vor einer Zahl beliebig viele Nullen davor schreiben dürfen, setzen wir jetzt an die einer Stelle eine 0. Unser Ergebnis lautet damit 0,382. Zum Schluss dividieren wir jetzt noch die 38,2 durch 1000. Dabei müssen wir jetzt das Komma um drei Stellen verschieben. Bevor wir das tun, schreiben wir jetzt gleich die Nullen vor die Zahl, damit wir uns leichter tun. Danach verschieben wir um drei Stellen und landen mit unserem Komma zwischen den beiden Nullen. Damit ist unser Ergebnis 0,0382.